und will Künstler, will junge Menschen erziehen zum Sehen. Sehen heißt erleben. Wer sieht, erlebt, wenn er bewusst sieht. Und erlebt, sich selbst erlebt. Das heißt also, ich muss nachschauen, wer bin ich selber? Immer wieder zurückkehren zu sich selber. Bestandaufnahme von sich selber machen. Im Ersten Weltkrieg. Ich wollte aus einer Situation herauskommen. Es war eine fatale Liebe. Und ich habe gemerkt, ich verliere meine Freiheit. Und ich musste aus irgendeinem. Und da war der Krieg gerade für mich die gegebene Möglichkeit. Ich habe mich als Freiwilliger gemeldet, ich war Reiter, ich war viel zu töricht, mathematisch kein Sinn dafür, Artillerie, viel zu schwach, um Infanterist zu sein. Reiter. Reiter, habe ich gedacht, das ist Abenteuer. Da war ich im Ersten Krieg. Ich wurde dann auch gut zusammengestochen. Und da plötzlich habe ich einen Kopfschuss, habe ich dieselbe klinisch erlebt, die ich vorher als Halluzination, Raum. Und jetzt habe ich gedacht, erst diesen Raum, ich konnte nicht gehen, ne? Musste also mir von Neuem eine Möglichkeit schaffen, wie man sich im Raum zurechtfindet, wie man zu einem Ziel gelangen kann. Und da habe ich diesen Raum versucht, für mich zu malen. Das sind meine großen Städtebilder. Da habe ich gedacht, wir waren erst Reiter und dann abgerüstet, haben wir Pferde verloren im Schützengraben. Und das war grauenhaft. Wie Ratten in diesen stinkenden Löchern für Jahre und Jahre. Ich habe gesagt, das halte ich nicht aus. Und wenn ich lebend rauskomme, jemals, dann höchsten Gipfel, von höchsten Häusern, übersehen, was die Menschen eigentlich treiben. Diese wahnsinnigen Menschen, die sich wie eine Hammelherde leiten lassen. Millionen von jungen Menschen, die überhaupt nicht gewusst haben, was Leben heißt, wurden geopfert für nichts. Zweimal. Und ich habe gesagt, wenn ich lebend herauskomme und meine Augen behalte und meinen rechten Arm bewegen kann, dann werde ich malen von den höchsten Gipfeln. Und so sind meine Städtebilder entstanden und meine Landschaftsbilder. Ich kann gar nicht denken, dass ich unten von einer Straße male. Ich vertraue nicht einmal, in einer Straße eben am Bürgersteig zu gehen. Ich muss in der Mitte gehen. Ich muss links und rechts Freiheit haben. Ich muss mich bewegen können. Ich war natürlich sehr lange krank, die Gleichgewichtsstörung und dann eine Lähmung. Dann kam ich nach Dresden. Da habe ich gedacht, jetzt muss ich aber die Jugend unterrichten. Da habe ich muss diesen jungen Leuten erzählen. Die haben mich gerufen. Ich war in Berlin, zufällig kam zurück aus Stockholm von einem Arzt, der auch nichts machen konnte. Ich glaube, alle Heilungen kann man nur selber bewerkstelligen. Also junge Leute haben mich gerufen, ich soll nach Dresden kommen, soll die Dresden Akademie mit einem großen Besen mitnehmen und soll das ausbessern. So dass diese Akademie eine neue, möchte ich sagen, eine Seeschule machen. Das habe ich gemacht. Und da habe ich auch Bilder, das habe ich zum Beispiel die Auswanderer, die jetzt wieder gefunden sind nach 40 Jahren. So was Trauriges. Diese Menschen, die drei Feinde, Dr. Neuberger, der mich gerettet hat, der mich gefunden hat am Bahnhof, gerade wenn ich zurückfahren wollte zum Isonzo-Front. Er hat gesagt, nein, du bist unfähig überhaupt noch weiter. Krieg ist für dich sinnlos. Du bist närrisch, wenn du nicht jetzt beginnst, neu aufzubauen. Jugend. Jetzt habe ich Schüler gehabt und die waren so wunderbar. Ich habe zwei oder drei, ich weiß nicht, wie lange ich das gemacht habe. Und dann plötzlich habe ich genug gehabt davon und habe einen Kontakt gehabt mit einem wunderbaren Mann für 2 Jahre. Ich konnte reisen, wohin ich wollte. Ein Kontakt, der nie wieder vorkommen wird. Ich habe so viel Geld bekommen, ich habe nie Geld gehabt, auch nie gebraucht in meinem Leben. Aber er hat mir so viel Geld. Reisen Sie dorthin, machen Sie nichts, wenn es Ihnen nicht gefällt. Aber was Sie machen, das muss die Qualität haben, die Sie jetzt bisher gezeigt haben.
Ich habe meinem Freund Paul Kassierer wirklich viel zu verdanken. Ich habe den Weg gesehen. Er hat sich leider nach 2 Jahren erschossen. Es war der einzige Vertrag, den ich in meinem Leben gehabt habe. Ein Künstler darf sich nicht binden. Ich war immer ein freier Mensch. Heute spricht man so viel von Freiheit. Und das ist ein Kaugummi-Wort geworden. Bei jedem Schlagbaum versteht man etwas anderes unter Freiheit. Für mich war Freiheit immer, mich selbst zu erkennen. Er hat mir also die Möglichkeit gegeben, Spanien, Afrika, die ganze afrikanische Küste abgewandt bis nach Griechenland. Die afrikanische Küste bis Griechenland, das ist mein Raum. Ich wollte nie weiter reisen. Ich habe keine Wurzeln in China oder im Pazifik oder in Südamerika. Das, was Europa für mich heißt, wo die Griechen Kolonien gehabt haben und die Römer Ordnung geschaffen haben, ne? Das wollte ich sehen. Was ist übrig geblieben von allen diesen großen politischen Staaten und Gründungen? Was ist übrig geblieben? Der Künstler. Ich habe meine Feinde getroffen. Von den Griechen an, die großen Museen, die großen Bauten. Dann, später, endlich die großen Flemen. Mein heiliger Van Eyck. Dann in Italien, mein heiliger Giorgione, mein heiliger Tizian, mein heiliger Michelangelo. Immer wie ein Gespräch mit einem Du. Ich bin natürlich ein Nichts im Vergleich zu all diesen großen Menschen. Immer wieder eine geistige Erneuerung und immer zur selben Wurzel zurückkehrend. Am Schluss Rembrandt in England. Das letzte Porträt von Rembrandt. Er ist ein so alter Mensch. Er ist krank. Er hat ein nasses Tuch über die Stirne. Wassersucht. Die Augen sind fast entleert. Der Körper ist so faul Roy hat einen wunderbaren Truthahn gemacht. Toten Vogel. Die Haut ist tot. Und man glaubt, man kann das nicht ansehen. Ist so voll von Verwesung. Ich war damals in England ohne Geld, im Zweiten Krieg. Ich war verzweifelt. Es war im Winter. Meine Frau, die viel mutiger, viel jünger ist wie ich, die hat gesagt, wir gehen ins Museum, damit ich mich erholen könnte von der Misere. Es war wieder eine Zerstörung in der ganzen Welt. Nicht allein, dass in London Bomben gefallen sind. Das war weniger wichtig. Aber dass ich hören muss, jeden Tag hat man wieder eine Stadt zerstört. Wieder eine Verwüstung, Verheerung, Verödung der Welt. Und die Welt wird immer ärmer, immer trostloser. Da hat sie gesagt, geht, schaut das Bild an. Und ich sehe das letzte Porträt von Rembrandt. Und so grauenhaft Verwesung. Und so grauenhaft hoffnungslos und so wunderbar gemalt. Und plötzlich fällt mir ein, wenn jemand sich so sehen kann im Spiegel, auch wenn er vergeht, wie die Nothingness, das Nichts im Menschen, wie das doch so gewaltig sein kann, wie ein Wunder, eine solche Darstellung, da habe ich Mut gefasst. In dem Moment bin ich wieder jung gewesen. Ich habe gesagt, heiliger Rembrandt. Und ich verdanke mein ganzes Leben nur den Künstlern. Alles andere, die Geschichte, die Politik, die Ökonomie, die Produkte, die technische Zivilisation, das ist für mich an mir vorbeigegangen wie nichts. Nur die Dokumente der Künstler. Deswegen möchte ich so gerne, dass die Jugend wieder zurück, immer wieder hingeht zu diesen Dokumenten einer geistigen Gestaltung. Denn das ist die Wirklichkeit. Alles andere ist ja nicht Wirklichkeit. In jeder Generation ändert sich die Wirklichkeit. Die Welt wird immer wieder neu. Und woher kommt es? Das ist das Wunder in der Brust, in der Seele. Mein Freund Paul Kassierer hat sich erschossen. Damit war mein Vertrag zu Ende und die Reisen vorbei. Ich hatte überhaupt kein Geld dann, weil ich ja nie gespart habe und nie vorgesorgt hatte. Und da war ein Mann, der wollte ein Bild. Es war in Paris. Ich habe ein Bild gehabt. Das hat er genommen, hat mich zu einem Haus geführt mit 2 Eingängen. Er wird das
bei jemand versuchen zu verkaufen. Und ich wartete unten. Und das war der Mann natürlich bei der Anstiege verschwunden. Ich hatte nicht einmal Geld für Zigaretten. Jetzt bin ich nach Wien zurück. Und da haben diese politischen Unruhen begonnen. Dollfuß führte Kanonen auf in der Stadt. Und es war fürchterlich. Meine arme Mutter konnte es nicht verstehen, dass man in Wien schießt auf Arbeiter. Und sie konnte nicht mehr schlafen. Und dann ist sie krank geworden. Und das war bald bei. Was sie erlöst. Und ich war so entsetzt über dieses Verbrechen, dass ich aus Wien weg nach Prag gegangen bin. Dort habe ich bald Masaryk kennengelernt, der mich sehr gerne gehabt hat. Ich musste ihn malen und ich war immer mit ihm zusammen. Wir haben sehr viel über Comenius gesprochen. Comenius war unser Band, das uns eigentlich verbunden. Er wusste von meinen Bestrebungen für die Schule, für das Sehen. Er war ja Mährer, er war nicht Tscheche. Als Mährer wusste er natürlich von den Mährischen Brüdern die ganze Geschichte, die ich ebenso gut kannte. Und das war ein wirklich inniges Verhältnis. Und dann kommen langsam die Stürme, die Hitlerstürme. Ne? Schon merkte man, ich habe ein Plakat gemacht für die baskischen Kinder. Es wurde nicht nur in Prag, auch in Brünn, in allen großen Städten affischiert. Und dann hat sich die tschechische Polizei abreißen lassen, aus Angst vor Herrn Hitler. Aber in der Nacht haben es die jungen Burschen wieder aufgegeben. Aber ich habe gesehen, das wird immer ärger. Aber ich wollte mit meiner Neugierde, ich wollte unbedingt das durchsetzen, bis zum Ende das erwarten und sehen, wie weit es noch gehen kann. Ob die Menschen wirklich so feig sind und sich so viel gefallen lassen, sich so schnell einschüchtern lassen. Im letzten Augenblick fast haben wir von einem unbekannten Kanadier zwei Tickets bekommen für den Flug nach London. Ich hatte kein Visum, ich habe mich ja nie gekümmert. Geld durften wir auch keins mitnehmen. Mit meiner jungen Frau, die das durchgesetzt hat, nach London geflogen. Dort war eine böse Zeit natürlich, ich war unbekannt in London und habe keine Freunde gehabt. Und dann habe ich mich geängstigt und Schicksal meines Bruders in Wien. Bei dem die Polizei nach mir gesucht hat und in Prag meine Schwester, die auch nicht beliebt war, weil sie ja nicht tschechisch geboren war. Es war damals eine starke Welle des Nationalismus. Und ich war wirklich krank geworden in London. Und ganz ohne Möglichkeiten. Und trotzdem, ich wusste, der Krieg hat dann begonnen und ich wusste, es wird Jahre dauern und ich habe mich nur gesorgt, weil ich dann am Morgen immer gehört habe, wie man die eine Stadt, die andere Stadt in Asche legt. Das konnte ich einfach nicht aushalten. Es war in London Bomben natürlich, es war die ganze Zeit Bomberei, aber das war man dann bald gewöhnt, aber dass man hört, dass anderswo ganze Städte niedergelegt werden und so, das konnte ich nicht. Da wurde ich so böse, mich hat eigentlich nur geängstigt, das Schicksal der Kinder. Die Erwachsenen, das war für mich eine verlorene Welt, die Erwachsenen. Denn sie waren ja alle mehr oder weniger mit Schuld diesen grauenhaften Katastrophen, weil sie keine Voraussicht besessen haben. Und weil sie einfach, jeder hat sich gefühlt, als ob es ein Fatum wäre. Keiner hat revoltiert.